Ach, wie schön waren die Zeiten, als es keine, wirklich keine wichtige Eigenschaft eines Messers oder Ausrüstungsgegenstands war, ob der in eine Nalginflasche passt. Seit Fritz Meinecke und Seven vs. Wild Staffel 3 hat sich das geändert. Das hier ist das Seven vs. Wild Messer, das also in die Flasche passt. Und wenn interessiert, was kann, bleibt dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Val de la Partie. Schön, dass du dabei bist. Der Jan von Waldkraft, ja, der hat die Idee gehabt, und zwar der Jan, der ist ein Österreicher aus Graz, der hat sich auch beworben. Ich gebe dir im ersten Kommentar im Beschreibungstext und oben beim i, ja, den Link zu seiner Bewerbung. Und auf jeden Fall, der nimmt dieses Messer mit, sofern er denn genommen wird. Das Messer passt genau in die Flasche hinein und ist fett. Also wirklich zum Arbeiten, so richtig für harte Arbeiten gedacht. Was heißt das jetzt? Also das Ding ist einfach massiv gebaut. Wirklich massiv gebaut. Hacken, brechen, hauen, schlagen, alles überhaupt kein Thema. Trotz alledem ist eine Spitze mit dabei, dass man Bohrarbeiten machen kann. Ja, er hat sich auch noch was überlegt, und zwar, dass man das in eine Axt umbaut. Das bedeutet, du kannst hier einen Stiel drauf machen. Hier sind die zwei Löcher und auch die dazugehörigen Schrauben. Auch die passen natürlich logischerweise in die Flasche rein. Aber das soll der Jan auf seinem eigenen Kanal zeigen. Wie gesagt, ich habe da ja eh den Link gegeben. Aber lass uns arbeiten. Es ist natürlich kein Schneidteufel, aber es ist scharf genug, um klassische Schneidarbeiten, ja, durchführen zu können. Also das geht sich alles aus. Lässt sich aufgrund des kleinen Griffs natürlich nicht so gut kontrollieren. Nicht vergleichbar, ja, mit einem Victorinox-Messer, das ist ganz klar. Aber ich bin ohnehin der Meinung, das gehört irgendwie beides rein, aber sei es drum. Schneiden. Check. Nein, das magst du nicht hin, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du das zerstört bekommst. Also das glaube ich einfach nicht. Ja, jetzt kann man sich die Frage stellen, wozu brauche ich überhaupt so ein Haumesser? Wozu? Naja, Spalten ist natürlich, Holzspalten ist damit einfach deutlich einfacher zu machen. Und Holzspalten entweder fürs Feuer machen, weil in einer regenreichen Situation oder in einer regenreichen, feuchten Umgebung du an das Kernholz, an totstehenden Bäumen, du gehst zu einem totstehenden Baum, haust den um, spaltest den in der Mitte durch, und in der Mitte, ja, wenn der Baum schon einige Jahre jetzt ausgetrocknet ist, ja, durch Wind, ja, und durch die Kälte und durch die Sonne und durch den Wind, dann ist das Innere staubtrocken und ist genau das, was du zum Anfachen eines Feuers benötigst. So, das zweite ist eine Schüssel. Ich habe das ja in einem anderen Video ja gezeigt, da gebe ich da auch unten und da oben den Link, wie man in einer Schüssel Wasser abkochen kann. Geht natürlich auch in der Nalginflasche, ist ganz klar. Aber da musst du ja auch spalten. Natürlich kann man das mit Spaltkeilen improvisieren, alles cool. Extrem aufwendig, braucht viel Zeit, braucht viel Energie, viel Kalorien. Und da ist natürlich so etwas hier eine absolute Hilfe. Und natürlich für den Bau des Shelters. Ich weiß, dort liegt genug Holz herum, ja. Aber es hilft ja trotzdem beim Bauen. Das Zeug liegt natürlich herum, das ist ganz klar. Nur du kannst damit zerkleinern, du kannst damit sehr schnell und einfach entasten. Man kann das natürlich auch mit einem Stock tun, man kann das mit Hand runterbrechen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es ist aber unbestritten, dass so ein Chopper, so ein fettes Messer dir Energie spart, dir Zeit spart. Und genau darum geht's. Bei Seven vs. Wild Staffel 3 sind ja auch Leute dabei, die keine Profis sind oder die noch nicht so viel Erfahrung haben, also Anfänger. Ja, und die können jede Hilfe brauchen. Und da ist gerade so etwas hier als Chopper eine coole Sache. Ist es ein unbedingtes Must-Have, wo man sagt, okay, also ohne dem kann man das nicht machen? Nein, ist sicherlich nicht, aber es ist eine coole Hilfe. Jetzt weiß ich, seit meinem letzten Video mit dem Steinen abkochen, dass es auch den Niklas on Fire gibt. Der hat, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, eine Titanhülle, ja, Titanbecher in die Flasche mit eingebaut. Also das geht nicht, ja, gleichzeitig. Also da muss man sich entscheiden, will ich so ein Teil hier mit einbauen, so ein fettes Teil, oder möchte ich, ja, den Becher. Weil das Ding wird ja hier so eingebracht und nimmt dann den kompletten Platz weg. Also da geht sich dann einfach dieser Becher, den er da gemacht hat aus Titan, der geht sich da einfach nicht aus. Es ist natürlich noch immer genug Platz für anderes dabei, das ist keine Frage, aber die Strategie geht nicht. Also das heißt, du musst dann entscheiden, koche ich in der Flasche ab oder in einem Behälter, so wie ich es gezeigt habe, und nimmst ein fettes Messer mit, oder sagst, nee,
Ich brauche kein fettes Messer und nehme ein klassisches Multitool, wie zum Beispiel hier ein Victorinox-Messer oder ein Leatherman und eben diesen Becher mit dazu. Aber wenn du mich fragst, vielleicht tust du das, ich würde das hier mitnehmen und nicht den Becher. Der Titanbecher vom Niklas on Fire ist total cool, ist total super und hat viele große, geniale Vorteile. Keine Frage, ich würde trotzdem das Messer mitnehmen. Ich werde das Messer jetzt auch noch testen und zwar etwas intensiver als hier jetzt bei dieser ersten Vorstellung, nämlich auf meinem Messerkanal. Oben beim i-Klicken gibt da auch unten einen Link dazu. Dort werde ich das dann hernehmen und einmal anschauen und dann werden wir einfach sehen, ob das auch wirklich was taugt. Also schau auch da vorbei und schau natürlich beim Niklas vorbei und unterstütze ihn bei seiner Bewerbung, wenn du das magst. Ich sage danke fürs Dabeisein, bis bald und ciao, ciao.